Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch nach einer ewig langen Zeit endlich mal wieder zurück zu einem Was ist das denn? Und zwar Mother Russia Bleeds. Hier ein kleines Shoutout an den guten Alucard Kuhn, der mir das Ding gegiftet hat und sich auch deswegen das Was ist das denn also gewünscht hat. Grüße gehen raus und vielen Dank dafür. Wir schauen uns das Ganze dann jetzt mal gemeinsam an. Ja, was ist denn Mother Russia Bleeds? Soweit ich weiß, ist das ein Beat'em-up, also so ein Side-Scrolling-Beat'em-up, wo man einfach nur Leute verprügelt im Pixel-Look, irgendwas mit Russland und wohl sehr brutal. Ist von Devolver Digital gepublished, bedeutet, das ist auf jeden Fall irgendwie bekloppt. Und ja, lass einfach mal reinschauen, würde ich sagen. Traditionsgemäß zunächst einmal einen kurzen Blick auf die Optionen geworfen. Da kann man bei so einem Pixel-Art-Game meistens nicht allzu viel einstellen, weil Pixel-Look, wenn es jetzt nicht gerade sowas ist wie Octopath Traveler, was die Unreal Engine ist und das einfach nur gestylt im Pixel-Look ist und man dann auch Shader anpassen kann, hast da in der Regel nicht viel mit zu tun. Aber nee, wir sehen auch schon, Sprache ist cool, Effekte und Musik getrennt voneinander ist immer nett, Vollbild ist nice, Auflösung könnt ihr einstellen, Helligkeit, Tipps, ja, aber hallo. Anzeige Standard, was gibt's denn da? Ach so, oh je, da kann man doch so einen alten Monitor simulieren. Oh, das ist natürlich schon irgendwie eklig geil, aber nee, wir bleiben mal bei Standard. Und die Steuerung scheint frei definierbar zu sein. Sehr cool. Ich zock gerade mit dem Xbox-Controller. Ah ja, alles klar. Das wird noch interessant. Ich hoffe, die erklären uns das gleich nochmal, weil ich will das jetzt nicht auswendig lernen. Schauen wir einfach mal. Das wird schon irgendwie gehen, hoffe ich doch mal. So, Story-Mode. Ich kann den Schwierigkeitsgrad einstellen. Einfach normal, bretthart. Du, wir sind ja bisschen Noobs und wir wollen viel sehen. Ich stelle mal wieder auf einfach von Anfang, ne? Wenn es zu leicht ist, können wir es ja noch hochstellen, aber ich bin nicht so geil in diesen Beat'em-up-Dingern. Insofern wird es wahrscheinlich nicht verkehrt sein, wenn wir ein bisschen mehr sehen wollen, dass ich das mal auf Blaufuchs-Dödel-Variante stelle. Ach komm, scheiß drauf. Wir machen normal. Lass uns mal ein bisschen aufs Maul kriegen. Komm. Freundesbeschuss aus. Das ist vernünftig. Spieler 1 drückt jetzt mal A. So, wir dürfen hier unseren Charakter auswählen. Sergej. Alles klar. Sergej ist so ziemlich ausgewogen. Dann haben wir Ivan. Boah, Reichweite sehr hoch, Kraft ordentlich, aber er ist sehr langsam und kann nicht hochspringen. Natascha, gleich das Gegenteil, sehr schnell, kann hochspringen, aber Reichweite und Kraft sind sehr, sehr niedrig. Boris, ja, ist quasi wie Sergej, nur ein bisschen irre. Und Sergej, ja, Boris kann nicht so gut springen, ist dafür aber weiter und hat ein bisschen mehr Kraft, aber nicht so schnell. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Sergej. Kremlin Colonel, eine kontrollierte Dosis. Dauerhaft und ausgewogen. Okay. Na gut, alles weitere ist noch gesperrt. Oder bleiben wir beim Kremlin Colonel? Drücke Start. Ja, dann mal los. Lorden. Ich bin gespannt. Ich muss noch ein Stückchen Kaffee trinken jetzt. So, Moment, sofort. Jetzt gibt's erstmal ein Tutorial. Drücke Start. So. Also, laufen. Okay. Richtig schnell laufen. Zweimal drücken. Hui. Hallo. Hey, du, hoffentlich bist du in Form, denn heute kommt es darauf an, du weißt, ach schön, wie das jetzt da nicht reinpasst, du weißt ja, Schlachten werden im Training gewonnen. Deswegen gehen wir heute Morgen die Grundlagen durch. Die nette Schläger von nebenan kämpfen für eine Flasche Whisky und du musst auf den Füßen bleiben. Sei stets in der Offensive. Geh niemals in eine schwache Position. Und jetzt zeig mir, was du kannst. Okay. Schläger mit X können wir hauen. Alles klar. Alles klar. Und mit Y? Kicken. Okay, let's do this. Hallo. Boom. Die kämpfen um Whisky. Um Whisky. Na komm her, du. Alter, ihr habt ja gar keine Zähne mehr im Maul. Das ist ja fürchterlich. Gut, die schlagen sich wohl halt öfter, ne? Deswegen sind die ein bisschen. Bam! Sind die ein bisschen kaputt. Oh, das war ja gar nicht so schlecht. Das war ja gar nicht so schlecht. Nach unten? Ne, X gedrückt halten. Dann lädt er auf. Bam! Oh, holy shit. Und dann gibt's noch B. B ist ein Griff. Ja, mit B schnappen wir wen. Alles klar. Let's go. Bam! Oh, holy shit. Komm her, du. Ja, wir können das aufladen und durch die Gegend eiern. Oh, die gehen doch nach unten. Okay, ich finde das cool, dieses Geräusch des Fahnenmastes, an dem so ein Seil von der Flagge gegenschlackert. Sehr cool. Weiß nicht wieso, aber es gefällt mir gerade. So, mit A können wir springen und mit RB können wir
auf jemanden zudashen. Gut gemacht. Siehst du, das Grundlagentraining zahlt sich aus. Mit dem richtigen Timing kann dich niemand kriegen. Die perfekte Verteidigung. Doch auch ein guter Angriff. Und wenn du willst, arbeiten wir jetzt daran. Wir beide oder was? Springen, dashen. Springen, dashen. Geht auch in die andere Richtung? Nee. Muss man sich dann umdrehen. Okay. Let's go. Also so der Pixel-Look, man hat sich da natürlich inzwischen langsam ein bisschen dran satt gesehen, muss man schon zugeben. Boah, erstmal noch Genickstrecken. Aber es sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus. Sieht aus, als wären wir fertig. Du brauchst deine Kraft, denn dir steht ein Kampf bevor. Denk immer daran, kreativ sein. Wechsle die Kombinationen, finde alle Möglichkeiten. Je mehr die Leute dich lieben, desto mehr Punkte bekommst du. Okay, wir sind also Vlad. Drücke Start. Vlad ist ein geborener Anführer und politisch stark engagiert. Als militanter Kommunist hat er sein Leben der Sache gewidmet. Er wurde alles tun, um seine... Es ist gut, dass sie die Ü-Laute und sowas, also die Umlaute weggelassen haben. Da kommt auch mehr so dieses russische Feeling zu, ne? Möglichkeiten. Um seine Ziele zu erreichen. Bleibt dabei aber friedlich. Okay, let's go. Wann machst du endlich die Augen auf, Mikael? Unsere Leute sterben, wie die Fliegen. Und du teilst uns mit deinen dämlichen Kämpfen noch weiter. Wir müssen uns verbünden und die Feinde unseres Landes angreifen. Du und deine blöden Verschwörungstheorien, Vlad. Die großartigen Reden, die du hältst, helfen niemandem. Meine Kämpfe bringen immerhin Geld. Und was willst du überhaupt erreichen? Mit ein paar Zigeunern die Evolution beginnen? Vergiss es. Immerhin helfe ich nicht auch noch der Obrigkeit. Du denkst falsch. Du treibst Keile zwischen die Gemeinden. Ja, glaubst du? Die Bratwa, hör einfach auf. Die werden unser Land restlos fressen. Dich, deine Kämpfe, das Kampf, alles werden sie nehmen. Es ist Zeit für eine Revolution, Mikael. Du weißt es, Mikael. Jetzt kommt erstmal Sergej und haut ihm auf den Mund. 16. Februar 1986, 17:30 Uhr im Camp. Oh, hier war ein fetter Hahn, Alter. Man kann ihn nicht hauen. Keine Tierquälerei hier, sowas gibt's hier nicht. Hui, er sieht aber wirklich, also ich mag den Look. Ich habe mich tatsächlich auch noch nicht so dran satt gesehen. Ich bin ein bisschen Fan von diesem Pixel-Art-Style. Da ist ja mein Junge. Hörst du, Vlad? Geh und predige woanders, ja? Es gibt Leute, die arbeiten müssen. Deine Einfältigkeit wird sich noch rachen, Mikael. Die Bratwa verwüstet das Land und wir sind der Nächsten. Ich wette, dass sie bereits von deinen geheimen Events wissen. Aber was soll's? Ich sehe mir das nicht länger an. Ja, geh mal weg, Vlad. Vlad ist ganz schön geladen. Hattet ihr wieder Streit? Naja, nichts Ernstes. Okay. Ich hoffe, du bist in Form, denn ich habe mein letztes Geld auf dich gesetzt. Die Menge wartet schon. Zeig ihnen, was du drauf hast. Ja, das sind ja nur Penner. Das kriegen wir wohin. Ich muss mein Geld verdienen. Bam! Scheiße. Oh. Alter! Was? Alter! Die wehren sich jetzt auch mal richtig. Bam! Oh, hier, das ist der Anführer. Er hat graue Haare, er ist alt und weise. Alt und weise, glaub mir. Oh, die steckt ein Messer. Das geht ja mal jetzt gar nicht. Hat einfach ein Messer, der Junge. Oh, jetzt wird's langsam eklig. Oh, wegdaschen. Hau die sich gegenseitig? Ist ja geil. Weg. Ja, die scheinen alle. Ne, er noch nicht. Warte, den will ich mit einem dicken letzten. Bam! Einfach rauf da.
Wir sind in Russland, hier darf man, wenn die am Boden liegen, auch nochmal richtig schön nachtreten, offensichtlich. Oh, dann hörst du dann richtig knacken. Unangenehm. Richtig unangenehm. Oh. Da siehst du. Oh. Ach, jetzt kommt er noch. Jetzt sind wir dran. Das war ein Gusswerk. Daran wird man sich noch lange erinnern. Ich finde, die Zuschauer sehen auch schon so ein bisschen durchaus, ne? Geh und feiere deinen Sieg. Ich hole unseren Gewinn. Jetzt gibt's Kohle und Bierchen oder Wodka. Höre ich da etwa Motoren? Oh oh, jetzt kommt die Armee. Kackisch. Oh, Scheiße. Was zum Geier ist hier los? Oh. Hey, ihr Penner. Ich bedauere doch, eure kleine Party ist vorbei. Goss ruhig, Kumpo. Bis du mir das Gegenteil beweist, habe ich hier das Sagen. Und du, Opa, kommst jetzt mal mit. Wir müssen uns unterhalten. Tu, was er sagt, Michael. Was ist das? Granaten oder was? Hallo? Oh, holy shit. Ziel neutralisiert. Das sah etwas aussichtslos aus. Da konnten wir, glaube ich, auch nichts gegen ausrechnen. Da bin ich jetzt tot. Einige Wochen später. So konnten sie den CRT-Effekt nächstes nochmal anwenden. Oh, Sergei braucht erstmal eine Aspirin, ey. Das sieht doch nicht gut aus. Die Helden. Helden. Natascha. Natascha ist die freche kleine Schwester der Gruppe. Sie hat für ihre Gegner nichts als Verachtung, bevor sie sie umbringt. Als blutrünstige Kämpferin hat sie Spaß daran, alle in ihrem Weg zu zermalmen. Klingt nach einer netten Person. Kapitel 1. Was? Ach, entführt. Nur Xenoia. Scheiße, was zum... Oh. Oh, wir sehen nicht so gut aus. Irgendwas zu looten oder so? Kann man was kaputt machen? Ne. Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier so raus. Was soll das? Warum bist du wach? Was ist passiert? Was ist... Wo zum Teufel sind wir hier? Das ist der Entzug. Du brauchst deinen Schuss. Meinen... Was denn für einen Schuss? Was hast du mit uns gemacht? Ich habe keine Zeit und auch keine Erlaubnis für Erklärungen. Egal, ich muss dir eine Spritze geben. Niemals. Komm mir zu nahe und ich schwöre, ich bringe dich um. LT. Oh, Kacke, warte. Ist er schon tot? Er war nicht sehr stabil, er ist auch kein Kämpfer. Oh, holy shit. Halt, hört mal auf, hier die Scheiße damit zu werfen. Was ist denn los? Das Einzige, was die können, ist Zeug nach mir werfen. Bom. Okay. Ich hätte das mal, glaube ich, wirklich auf easy stellen sollen. Aber noch kommen wir ja voran. Ich habe noch ein gutes... Nein, nein, nein. Ich weiß halt nicht, wie ich ausweichen soll. Wenn die diese Dinger werfen, ne? Das geht auch nicht. Wenn ich zurückweiche, gehe ich drauf. Oh, hier. Ich saug den irgend so einen Scheiß ab. Okay, das sieht aber gar nicht gut aus. Und das heilt mich dann. Ja, da hau ich mir doch gleich mal ein paar Schüsse rein. Gib mal her den Kram. Solange ich nicht drauf gehe, alles cool. Wieso nicht? Oh, nochmal auffüllen den Rest. So. Ich würde sagen, damit können wir doch arbeiten, oder was? Hallo. Was ist denn los, Prinzessin? Hast du wohl Schwäche... Schwärmt. So gestern ins Bett und jetzt gute Nacht, oder Daddy muss dich bestrafen. Hat wohl einen leichten Sprachfehler. Kann ich zuerst etwas ausprobieren? Oh, holy shit. Ich kann es auch nutzen, um starke Angriffe zu machen. Übel!
Holy shit, was ist das denn? Was ist da denn los? Guck dir das mal an, die da hinten werden. Irgendwelche Versuchs... Er hier, Alter. Okay, das letzte ist ein bisschen arg crazy. Oh, erstmal... Oh. Verdammt, ich werde das... Bloß ein Traum. Hat er da ein Schwert, Alter? Oh, warte. Bam, 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 bam! Jetzt gibt's richtig Stress. Absaugen! Okay, also haben die... Die machen hier auf jeden Fall irgendwelche gruseligen Experimente. Das sieht nicht aus, als wäre er glücklich. Hat man einen Feuerlöscher dabei? Was ist denn hier los? Oh. Warten Sie, warten Sie. Okay, man kann nicht ewiglich, du kannst nicht endlos dieses Zeug konsumieren. Oh, alter Schwede, was ist denn da hinten los? Das sieht, böse aus, muss ich sagen. Da möchte man sich jetzt nicht unbedingt mit messen mit diesem Ding, aber keine Sorge, wir haben Feuerlöscher dabei. Die Professoren lassen sich auch nicht davon stören, dass wir hier gerade durch das Labor meddeln. Hallo? Die haben ja Leute dabei, die sich drum kümmern. Ich klopp euch so lange mit dem Feuerlöscher ein paar Zähne raus, ne? Ja. Waren sie? Boom. Das ist schon witzig. Ey, treffen musst du. Schnell, bevor der wieder Zeug wirft. Oh, ist vorbei. Bam. Ich hab die so hart aus dem Bild geprügelt. Hörst du auf, dir die Kacke zu werfen? Huah! Oh, kriegst du erstmal einen rein da. Du auch noch. Da muss man wohl nichts machen. Die sind einfach, die röcheln sich da zu Ende. Was macht ihr hier für eine Scheiße? Was ist das hier für ein Experiment? Ich will das haben. Oh, oh ja, ich hab vergessen, man kann ja auch greifen. Gib mir mal das Messer. Bam! Ja, geil. Nehmen wir kurz mal heilen, so. Muss ich mich nochmal heilen? Nö, das geht wohl noch. Wie hatte ich denn jetzt diesen Superangriff gemacht? Das war, glaube ich, der andere Knopf. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich muss mir das mal eben merken. Gegenseitige Hilfe. Deine Freunde sind halbtot und du hast noch Necro. Heile sie mit ihm, bevor es zu spät ist. Ach, Necro heißt das Zeug, was wir hier einsammeln. Alles klar. Mmh. Verdammt, es riecht nach Leichen. Die Kanalisation, da geht wohl der ganze Abfall hin, den das Labor auskotzt. Ich sollte nach dem Ausgang suchen. Muss ich das Schwein umbringen? Okay. Das Schwein scheint tatsächlich böse zu sein. Okay, let's go. Die sind hier zum Glück langsam. Bam! Können wir relativ entspannt bleiben. Aber die scheinen nicht anzuspringen oder so. Oh. Ich habe nicht getroffen. Jetzt aber. Oh je. Ich fühle mich nicht wohl hier in den Kanal. Oh hier, er hat eine slightly andere Färbung. Er ist bestimmt krasser drauf. Schwein. Ah! Okay, das Schwein ist tatsächlich böse. Hallo? Ich möchte gegen sie kämpfen. Ich möchte gegen sie kämpfen. Oh, ist das eklig hier. Oh. Jetzt wird es etwas voll. Okay. Warten Sie. Warten Sie. Bam! Okay. Ich boxe sie jetzt einfach mal mit festen Schlägen immer wieder weiter zurück in die Kanalisation. Die sind nicht so agil, die Leute. Da geht das. Einfach kaputt boxen. Alt auf. Ne, alle fünf. Ich hab gerade nicht schief mitgekriegt. Ha! Wieso so ein Fettschwein? Warte, ich kümmere mich erst um das Schwein. Das scheint nämlich sehr stark zu sein. Oh, das lebt noch. Oh oh. Das Schwein macht natürlich auch keinen Unterschied zwischen Freund oder Feind, weil die sind einfach alle Feinde hier. Hallo.
Ah, ich bin Blaufuchs. Ich trete dir mit meiner Faust in den Gesicht. Okay, warte, 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 warte. Leute, das ist ja fürchterlich, sich hier zu bewegen. Ach du Scheiße. Das sind ganz schön viele. Aber mit der starken Faust arbeiten wir uns hier durch. Ah, die können halt nicht viel, ne? Das geht tatsächlich relativ gut. Starke Faust und ins Gesicht. Bis keine Szene mehr drin sind. Schwein, tut mir leid. Du bist böse. Oh, das war ein letzter Faustschlag. Somit muss man die kurze Ruhe nutzen. Um mal einen leichten Schlucken Kaffee zu trinken. So, nun geht das weiter. Meine Uhr meint schon, Alter, beweg dich mal, Junge. Was sitzt du die ganze Zeit hier rum? Es sind erst 20 Minuten, ich bitte dich, Uhr. Hallo. Und Faust ins Gesicht. Faust ins Gesicht. Oh, Ratten. Was soll ich denn gegen die Ratten tun? Ach, springen. Alles klar. Ich vergaß, wie kann ich denn auch Luft... Hier, so ein Lufttritt. Bums. Ist ja witzig. Geh weg. Weg. Ja, das ist geil. Die Ratten greifen ihn auch an. Und vergammeln dann. Schön über die Ratten rüber. Wo kommst du denn her? Oh, Kacke. Brauchen wir so eine Dosis wieder. Dosis. Wieso nimmst du keine Dosis? Geht das nicht im Kampf? Ich glaube, im Kampf können wir keine Dosis zu uns nehmen, oder? Oh, ich bin zu dumm. Oh, nein, 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 geh weg. Mit dem Stock. Boom. Gehen Sie weg, gehen Sie weg. Gib mir das Schwert. Schwert ist gut. Bam! Oh, nein, 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 nein! Ratte! Ah! Geh weg, 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 weg! Ratte, geh weg! Leider alle mit dem Messer zerschnetzeln. Ah, so geht's. Okay, ich kann doch mir eine Dosis geben. Man muss so den richtigen Knopf drücken. Hier hätte ich jetzt auch theoretisch den Superangriff verwenden können, wenn ich dran gedacht hätte. Ich drücke nur mal die ganze Zeit die falschen Knöpfe, das hat sich noch nie eingegroovt, aber keine Sorge, wir arbeiten dran. Dö-dö-dö. Schwierigkeitsgrad. Du hast es schwer oder das Spiel ist einfach zu schlapp für dich? Dann ändere den Schwierigkeitsgrad. Kann ich das einfach so machen jederzeit? Das ist doch cool. Aber bis jetzt kommen wir ja ganz gut zu Rande, ne? Ich will euch immer das normale Erlebnis kredenzen, dann seht ihr auch, wie so ein Fuchs sich schlägt. Bin so der Average Gamer, würde ich sagen. Ich würde mich jetzt nicht als als sonderlich super gut bezeichnen. Average Joe nennt man das doch liebevoll immer. Hier sieht es ein bisschen ekelhaft aus. Hier hat jemand all seine Leichenteile runtergeworfen. Das ist nicht unbedingt schön. Es wird etwas dunkel. Noch dunkler. Sehr dunkel. Oh. Oh. Oh, cool. Ach, Scheiße, was ist denn hier los? Okay, läuft nicht gut. Wer spielt denn hier mit dem Licht rum? Holy fuck! Okay, warte. Oh! Okay, holy shit. Das wird nicht gut enden. Das wird nicht gut enden. Oh! Alter! Oh, ich habe keine Ladung mehr für meine Spritze, sehe ich gerade. Oh, fuck. Okay, das machen wir gleich nochmal neu. Das wird jetzt nichts mehr. Mal ein bisschen wegdashen. Holy! Da hast du viele Random Mobs für mich nebenbei. Oh, der lebt ja auch noch. Geil. Oh, holy shit. Okay, das könnte noch ein bisschen widerlich werden. So, wo starten wir denn jetzt? Muss ich den ganzen... Ich muss alles nochmal neu machen. Oh. Das ist ein bisschen gemein. Okay, let's go.
Da ist ein bisschen viel Stress für mich in der Hood, aber mal sehen. Wir versuchen das mal hinzukriegen. Okay, let's go. Wir müssen uns schnell um die Mobs kümmern. Erst die ganzen random Mobs, bevor... Der Dicke, das kann doch nicht! Wieso springst du mich wieder an? Schnell, bevor der Dicke kommt. Oh, das gibt's doch nicht. Er kommt und haut mir direkt auf die Fresse. Was soll ich denn machen gegen den Dödel? Treten und weg. Da, da. Ich muss ja auch den ganzen random Scheiß wegkriegen, der da im Weg ist. Okay, warte. Immer weg. Die random Mobs gehen mir auf den Sack. Die müssen weg. Geht weg. Sag mal, haut. Oh, Kacke. Verpiss dich. Die kommen aber auch endlos nach. Oh, holy shit. Da muss man die Schweine für sich nutzen. Oh, nein, die gehen sofort drauf. Kannst du dir mal so eine Spritze reinziehen? Geht nicht. Ah, okay. Ich drücke wieder die ganze Zeit den falschen Knopf, weil ich ein... Oh, scheiße. Ein Tödel bin. Ah! Was ist geschehen? Ich lebe noch. Huh. Mann, ich hatte mir beinahe in die Hose geschissen. Was zum Teufel war das? Immerhin, ich höre die Oberfläche. Irgendwo muss doch eine Leiter sein. Nichts wie raus hier. Huh. Alles klar. Mach auch mal einen Kaffee. Kaffee verdient, würde ich sagen. Oh, ja, richtig easy. Das war jetzt auch mehr Glück als Verstand, Alter. Ich verwechsel die ganze Zeit Superangriff und Heilung geben miteinander. Das ist ein bisschen nervig. Das ist nicht so schlau, du. Das ist das alte Hirn, da läuft nichts mehr. Kann sich dann nicht merken. Zwei Knöpfe. Die Kanalisation. Neue Arena freigeschaltet, die Kanalisation. Sie ist feucht und sie stinkt wie die Seuche. Überall wimmelt es vor Ratten, aber du willst zurück in dieses Drecksloch. Was hast du für ein Problem? Das weiß ich auch nicht, du. Das weiß ich auch nicht. Also man kann auch so Arena-Kämpfe einfach nur machen. Drücke Start. Ich drücke Start. Auf der Flucht. Kapitel 2. Okay, 21. März 1986. Gefängnis. Du bist dran, Zwerg. Gib mir den Hammer. Oh, er ist kaputt. Ich hätte gerne mit den... Was? Was zum Geier? Ist dieser Typ gerade einfach aus der Wand gekommen? Dieses Drecksloch ist ein gottverdammter Zirkus. Ist das ein Gefängnis? Nein, nein, ein Vier-Sterne-Hotel. Wir haben hier das Sagen. Mehr musst du nicht wissen. Hosen runter und anstellen, wie die anderen Muschis auch. Schnappt ihn! Oh, hab ich Muschi genannt. Was geht mit dir denn, Alter? Ah! Hat sich ein Wackermann genommen? Wir müssen weg! Dieser eine Spacko, der hier die ganze Zeit rumspringt. Nervt, Junge. Du los! Hey, danke. Ich dachte schon, das war's. Und, das war ein netter Auftritt. Der Trick mit der Wand, wie ein echter Maulwurf. Schon, oh gut. Doch deswegen bin ich nicht hier. Ich suche bloß den nächsten Ausgang. Klar, so wie alle anderen auch. Zu dumm, dass du deinen Bau verlassen hast, um hier zu landen. Außerdem wird es einige Leute gar nicht freuen, dass du diese Typen verdroschen hast. Ein Gefängnis auf einem Labor. Was für eine Scheiße ist das denn? Na ja, jetzt gibt es kein Zurück. Ich muss einen Ausweg finden. Ein Labor? Hör mal, wenn du mich zur zur Cafeteria bringst, ich bekomme dich in Zellenblock. Danach musst du durch die Besucherräume und dann raus. Wir können es schaffen. Abgemacht. Eine große Wahl habe ich nicht. Gehen wir es an. Dann lass es uns angehen. Ich hoffe, er geht nicht kaputt, der Junge. Er sieht nicht sehr stabil aus. Wollten die ihn hier gerade durchbimsen? Oder hier liegt doch die Seife rum, ne? Kann ich die aufsammeln? Nee. Oh, hallo. Oh, Mann! Du kleiner Springdödel hier!
Lässt du wohl meine Kumpel in Ruhe? Er hat dir nichts getan. Er hat dir nichts getan. Ins Gesicht, bis es kaputt ist. Aufladen, aufladen, aufladen. Bam. Okay, nein, die sind alle kaputt. Die sind zum Glück nicht so stabil wie die... Oh, jedes Mal dieser Springtyp, ne? Ohne Spaß. Die Hase. Warte, 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 warte. Noch so leichte Probleme mit diesem... Mit dieser... Auf welcher Line befinde ich mich jetzt quasi? Ins Gesicht. Da ist er wieder. Da ist wieder der Springemann. Alter, 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 alter. Warte, ich muss mal kurz hier... Noch einmal ein bisschen heilen. Und dann einmal den super Angriff. Ich hab Bock auf euch alle. Ihr seid mir zu viele. Ihr seid mir zu viele. Schnell, schnell, schnell. Nutzt das. Okay, das war ganz witzig. Nicht notwendig, aber witzig. Zerkloppt dir dein Gesicht, bis es kaputt ist. Hör auf, meinen Kumpel zu hauen. Alter. Der aufs Gesicht, bis es Matschepampenbrei ist. Okay, ich glaube, er ist kaputt. Er zuckt auf jeden Fall unglücklich vor sich hin. Gut, weiter geht's. Wollte schon immer mal mit irgendeinem Halbtoten durch eine Kanalisation, beziehungsweise, was ist das hier? Duschraum. Sehr langer Duschraum. Oh, hier wird Sport gemacht. Moin. Springt er gleich aus dem Hintergrund nach vorne? Was ist denn das für ein Ort? Was ist das für ein Ort? Wir wissen es nicht. Moment, warten Sie. Bitte immer, immer die Augen aufhalten, ob ihr den Springensmann findet. Bam! Oh, 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 da kommt irgendwas Neues. Ah, ne, ist wieder der Springemann. Los, Springemann, bam! Oh, sein Kopf ist zerknallt und jetzt kommt grüner Glibber raus. Und das ist, glaube ich, nicht gut. So. Oh, er ist einfach in den Himmel gesprungen. Woo! Ey, hör auf, meinen Kumpel zu verdreschen. Pfoten weg von ihm. Er scheint aber keine Lebensanzeige zu haben. Insofern können wir da relativ entspannt bleiben. Hallo. Hab ich dir denn gesagt, du sollst ihn in Ruhe lassen, Junge? Na, du kannst doch noch ein bisschen zittern, doch. Oh, da kommt noch mehr. Oh, er hat ein Messer. Hast du ein Messer dabei, ne? Traust du dich nicht mit der Faust zu kämpfen? Bam! Springemann! Ihm sein Gesicht verdreschen, okay. Gib mir mal das Messer, danke schön. Oh, jetzt hat gleich ein anderer aufgesammelt. Ich möchte das bitte haben, danke. Bam! Alter, hat ihn einfach abgestochen. Bam, 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 bam! Was ist das für eine Welt, in der wir hier leben? Naja, und hinaus. Oh nein, doch nicht. Ja, ich hab dich genau gesehen, Springemann. Alter, Leute, hier ist mir ein bisschen zu gecrowded jetzt hier. LB, LB, LB! Muss ihn beschützen. Also, er geht doch drauf. Ja, cool, ich habe kein LB mehr. Leute. Oh nein, meine Superfaust hat nicht gesessen. Ich bin gleich bei dir. Oh, wenn ich das überlebe. Ich glaube nicht, dass ich das überlebe. Jetzt aber. Jetzt bin ich tot. Habe ich das aus mir selber rausgezogen oder was ist da geschehen? Okay. Let's do it again. Muss mich mal ein bisschen konzentrieren jetzt hier. So ist das besser. Oh, hat Hallo? Wie auch einfach mit beiden Fäusten auf den Typen eindrischt. Ist denn nicht richtig mit dir? Weg von ihm. Müssen alle weg von ihm. Ja, ein bisschen Abstand gewinnen. Nicht zu nah ran an die Dödel. Da erst der Spring ins Feld. Nein, ihr wird nicht. Du lässt auch mal schön die Pfoten von dem Jungen. Okay, ja, klappt wohl ganz gut. Du. Spring ins Feld. Oh, warte, warte, ich muss ein bisschen Abstand gewinnen. Ah, wie ein Festhält. Ihr seid ja Schweine. Hättest du wohl gern, wa? Kleiner Spring ins Feld. Tot? Nein, er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr.
Hier wird uns bestimmt am Ende so ein super muskulöser Megadödel auflauern. Oh, der Messermann. Oh, los, lass mich dich abstechen. Ja. Du kleiner Hoden. Ins Gesicht, ins Gesicht. Ja. Okay, warte. Ja, es ist Matschebrampe, okay. Lässt du mich wohl los hier? Den Griff benutze ich auch irgendwie so gar nicht. Muss man eben mal machen. Komm, ich greife die Opa. Will ich greifen und wegschmeißen hier. Oh, er sieht ein bisschen, also sein Auge blutet ein bisschen. Er sieht jetzt nicht unbedingt gesund aus. Wird schon alles werden. Oh, oh, Messermänner. Warten Sie, warten Sie. Oh, du schon wieder. Alter, Jung. Wo bin ich? Wo bin ich? Ach, hier. Hör auf, meinen Kumpel zu hauen. Alter, er sieht wirklich nicht mehr so gut aus. Warte, warte, warte. Ah, da haben wir es. Einfach verschiedensten Leuten die Gesichter zerknölzen, ne? So, jetzt geht's hier aber mal weiter. Ah, wir sind in der Mensa angelangt. Hier wird gegessen. Na, ihr? Oh. Oh, die Obrigkeit kommt. Warten Sie, warten Sie. Ich glaube, er geht nicht drauf. Oh Mann, ich muss jetzt mal Konzentration. Ich bin jetzt etwas fokussiert auf ihn hier. Oh, ich habe kein Heilding. Wieso geht's nicht? Na also. Geht's dir wieder gut, Junge? Ich muss mir mal selber gerade ein bisschen was reinziehen. Jo, alles klar. So, vorsichtig, jetzt kommt Wärter. Oh, guck mal. Wie auch immer ein Insasse an so einen Knüppel gekommen ist. Hallo? Bam, bam. Mir ist einfach nur munter drauf gekloppt, ey. Warten Sie. Gebe ich ihm Lebensenergie von mir ab? Wenn ich, glaube ich, nichts mehr habe, ja, ne? Hallo? Straight an mir vorbei am Laufen. Gib mir das Messer. Ha, mit dem eigenen Messer weggedolcht. Das Gute ist, die kämpfen auch gegeneinander. Okay. So weit, so gut. Es geht weiter. Durch die Mensa hindurch. Junge, das ist mein Kumpel. Du hast hier nicht mit so einem Stock zu verprügeln. Genauso wie du nicht. Leute, ohne Spaß. Erstmal ein bisschen wegsliden. Hier mal aufladen und Faust. Faust ins Gesicht. Ich verlange, dass du die Identität von Faust ins Gesicht preisgibst. Wer ist Faust ins Gesicht? Das bist du! Okay. Soweit, so gut. Oh, das sieht doch schon nach Endboss aus. Ach ja, ich habe den Schlüsselbund einer der Wachen. Okay, eine Sekunde. Ist eine Weile her. Ich weiß nicht, wie man Schlüssel bedient. Hm, wenn ich hier sehe. Nein, verdammt. Roter Alarm. Roter Alarm. Elektrische Fehlfunktion. Das gesamte Personal sofort in den Zellenblock. Scheiße, ich hab es versaut. Gleich ersaufen wir hier in Wachen. Tut mir leid, Maulwurf. Geh lieber zurück in deinen Bau, bevor es hier richtig losgeht. Jeder für sich selbst. Und weg ist er. Okay, hat verkackt. Da bist du einmal mit dem Kumpel unterwegs, ne? Und er kackt ab. Hm. Jetzt ist hier richtig Krieg. Das Gute ist, wir müssen einfach nur irgendwie durch. Die kämpfen auch gegeneinander. Verlieren nur ein bisschen die Übersicht. Ihr könnt euch mal gegenseitig kloppen. Wo bin ich? Hier. Oh, ich habe keine Heilung mehr. Oh. Der eine da gerade mit Klopapier geworfen. Alter, mit Stuhl geht es jetzt ein bisschen zu weit, ne? Oh, oh. Oh nein, wo bin ich? Ich verliere voll den Überblick. Hier sind zu viele Gegner. Ich raff nichts mehr. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Es wird mit brennendem Klopapier geworfen. Das finde ich sehr
Oh, holy shit, sind das viele. Und Klo. Die ganzen Toiletten. Ja, Hahn, wenn wir tot sind, ist Schluss. Warte, lass mich eben noch drauf gehen. Das wird nicht lange dauern, sag ich doch. Richtig kaputt, Alter. Puh. Okay, Leute. Das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Unsere 40 Minuten sind rum. Und ich muss sagen, es ist ganz witzig. Ich glaube, wäre sogar ein Spiel, was ich mal durchspielen würde. Ich weiß nicht, ob ich es auf normal... Also, ich bin halt nicht so der Beat'em-up-Typ. So, von mal eben die Story erleben und ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Leute prügeln, kann man es bestimmt auch auf easy stellen. Aber so sonst an sich, das Kampfsystem ist okay. Ich habe es natürlich nicht gemastert oder so, aber man kommt da relativ gut rein. Wenn man nicht zu doof ist, die richtigen Knöpfe zu drücken, dann klappt das ganz gut. Ich finde diese Idee mit diesem Supergift oder was das ist, ganz nett gemacht. Und wenn man mal wieder Bock auf ein Beat'em Up hat, kann man sich das wohl mal gönnen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie Multiplayer und sowas ist, ne? Also am besten sowieso trotzdem nochmal in die Steam-Reviews reingucken. Aber alles in allem macht das für mich einen ganz soliden Eindruck. Und ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall nochmal an der Stelle für den guten Alucard-Kuhn, dass du mir das gegiftet hast. Ich hoffe, hat den kleinen Einblick verschafft. Ja, wenn ihr selber mal ein Spiel vorschlagen möchtet, die Anleitung, wie ihr das nächste, was ihr dann vorschlagen könnt, steht unten in der Videobeschreibung. Einfach über SteamDB einmal meine... Games Library sozusagen angucken, sortieren nach Playtime und alle Spiele, die ich nicht gespielt habe, noch nie, die sind da quasi dafür geeignet, ne? Alles klar, du, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen, hoffe, das war ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst meine Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken, tschüss, euer Blaufuchs.